Panasonic. Der langjährige Panasonic-Partner Christoph Ecker hat mit seiner Firma COP mittlerweile sage und schreibe 1000 oder an die 1000 Heizungsanlagen saniert von Öl auf Wärmepumpe oder von anderen Betriebsmitteln auf Wärmepumpe. Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, ihn mal vor die Kamera zu holen, damit er mit uns seine Erfahrungen teilt, die er bei dieser Vielzahl von Projekten gewinnen konnte, worauf es denn ankommt, wenn man raus aus Öl will. Mit meiner Firma COP Energietechnik haben wir in den letzten Jahren an die 1000 Ölheizungen auf Wärmepumpe ausgetauscht. Berücksichtigung finden muss einfach die notwendige Vorlauftemperatur, Berücksichtigung muss die hydraulische Einbindung finden, aber auch das Betriebsgeräusch. Und wenn ich diese drei Eckpunkte sehr genau betrachte und sehr gut in die Planung mit einfließen lasse, kann ich aus unserer umfangreichen Erfahrung sagen, gibt es keine Probleme. Also technisch betrachtet ist eine Gerätschaft oder eine Wärmepumpe für die Sanierung einfach als eigenständiges Produkt zu betrachten, hat mit einer Neubauwärmepumpe nur mehr beschränkt was zu tun, weil einfach die Anforderungen ganz, ganz andere sind. Wir haben in der Sanierung die Anforderung, eine hohe Vorlauftemperatur und sehr viel Heizleistung, speziell bei tiefen Außentemperatur zu produzieren und das natürlich möglichst effizient. Eine hohe Vorlauftemperatur in der Sanierung hat sich bei uns herausgestellt, also bei unseren Anlagen zwischen 50 und 55 Grad findet man zu 97% der sanierten Häuser eigentlich das Auslangen. Wir haben dann im Jahr 2011 die erste Panasonic TICAP-Wärmepumpe eingebaut und ich als Techniker war eigentlich überrascht, was man aus einem Kältekreis alles machen kann. Das heißt, die Panasonic TICAP-Technologie ist eine kältetechnische Meisterleistung, das ist ein Unterkühlkreis, gekoppelt mit dem sehr bekannten R2-Rollkolbenkompressor von Panasonic, der in seiner Zuverlässigkeit praktisch nicht zu überbieten ist, ergibt es eine Temperatur- und Leistungsausbeute, die man von bisherigen Wärmepumpen nicht gewohnt war. Ja, wir können mit der Panasonic TICAP-Maschine bei minus 15 Grad und 55 Grad Vorlauf 100% Leistung lukrieren, ohne Einsatz einer Elektroheizung. Wenn ich das mit den meisten gängigen Wärmepumpen, Luftwärmepumpen, muss ich sagen, am Markt vergleiche, bringen die bei diesen Konditionen von der Nennleistung weg betrachtet eigentlich nur mehr 50-60% Leistung. Und das wird dann mit einer Elektroheizung abgedeckt, was natürlich sehr ineffizient ist. Ja, das heißt, Panasonic hat für den Sanierungssektor de facto wirklich ein eigenes Gerät entwickelt und das ist einfach die TICAP-Maschine. Es hat sich ja der Wärmepumpenmarkt über die Jahre ein bisschen entwickelt. Anfangs war das Maß der Dinge in Wahrheit eine sehr, sehr hohe Effizienz. Das hat sich dann einmal ein bisschen geändert in Richtung Preis. Dann ist auf einmal der Preis sehr wichtig gewesen für die Entscheidungsfindung. Und seit ein paar Jahren haben wir das Problem mehr oder weniger, dass die Schallvorgaben sehr, sehr eng sind. Das heißt, die Geräte müssen effizient, günstig, aber praktisch auch unhörbar sein. Und da ist Panasonic wie mit der TICAP-Serie an sich auch wieder einen sehr guten Weg gegangen mit der TICAP SQ. Diese Geräte sind bis zu 10 dBA leiser als die Standard-TICAP-Geräte. Das Ganze wird bewerkstelligt durch einen schalltechnisch gekoppelten Verdichterraum. Was mich viel mehr begeistert ist, nicht nur diese 10 dBA, sondern empfunden ist die Reduktion viel, viel höher. Das hören wir von unseren Kunden immer wieder, weil eine Luftwärmepumpe setzt sich ja aus unterschiedlichen Geräuschquellen zusammen. Einerseits der Ventilator, andererseits der Kompressor. Und als sehr störend empfunden wird eher das Verdichtergeräusch. Das ist also ein hochfrequentes, leichtes Pfeifgeräusch. Und dieses Geräusch ist mit der SQ-Technologie völlig verschwunden aus dem Schallspektrum. Das heißt, wir haben nur mehr das monotone Ventilatorrauschen ganz leicht im Hintergrund, das ja einem Wind sehr ähnlich ist. Und darum wird uns von unseren Kunden, Endkunden immer berichtet, dass die Geräte ja
Die sind ja viel leiser als diese 10 dBA. Obwohl 10 dBA, muss man sich vor Augen führen, nur halb so laut ist. Also das ist eine, ganz eine tolle Sache, die eigentlich ja, die Marktanforderungen auf den Punkt trifft. Unsere Kunden berichten uns von den Anlagen, die mit den von uns angepeilten 50 bis 55 Grad Celsius maximale Vorlauftemperatur im tiefen Winter laufen, eine Betriebskosteneinsparung von zwischen 50% und 60% in etwa. Richtet sich natürlich immer nach dem Ölpreis, ja, das ist überhaupt keine Diskussion, aber man sieht damit schon, dass ich selbst mit einer Vorlauftemperatur von 50 bzw. 55 Grad, ist ja nicht so wenig, muss man ganz ehrlich sagen, aber dennoch mit der passenden Wärmepumpentechnologie sehr wohl ein Gebäude mit Heizkörpern effizient beheizen kann. Was mich als Techniker bei den Wärmepumpen von Panasonic fasziniert, ist die enorme Zuverlässigkeit und Verarbeitungsqualität. Was wir nicht kennen oder kaum einmal kennen, ist ein Gerät, das bei der Inbetriebnahme nicht funktioniert. Was wir nicht kennen oder kaum kennen, sind defekte Kompressoren. Also in der Zuverlässigkeit, in der Ausführungsqualität, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man mit ruhigstem Gewissen die Panasonic-Geräte einsetzen. Speziell für uns als Großhändler, wo wir auch den Servicebereich abdecken, ist das natürlich von entscheidender Wichtigkeit, weil jeder Serviceeinsatz, jede Reparatur, jede Störung geht zu unseren Lasten. Ja, und wir sehen das in unserer Kundendienststatistik, dass die Panasonic-Geräte dort sehr, sehr hervorragend abschneiden. Wird auch von unseren Kunden, von den Installateuren, als, muss man fast sagen, herausragend bezeichnet. Also die Geräte werden in Betrieb genommen und laufen mehr oder weniger anstandslos über die gesamte Betriebsdauer. Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank an Christoph Ecker und sein Unternehmen COP für die treue Partnerschaft, mittlerweile seit 10 Jahren, und den vielen Erfahrungen und den vielen Know-how, das er auch mit uns und unseren anderen Kunden hier teilt. Panasonic.